Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 18 Experimente. Ja, wir haben Tag 6. Zombies sind am Schlüssel, wie ihr hört. Ich habe hier ein bisschen umgebaut, weil wenn die hier durchrauschen, sind das die ersten Kisten, die verschwinden. Anscheinend sind die sich noch nicht so ganz sicher, wo sie hinwollen. Und ich habe das extra so gebaut, dass man sie sehen tut. Ich sehe sie aber nicht. Da hinten kraut ihn rum, aber das kann die doch ja nicht gewesen sein. Das hat sich so dicht angehört. Ach übrigens, ich habe den Schalldämpfer eingebaut, ne? Da haben wir gleich unseren ersten Kandidaten zum Testen. Ja, kann man machen, gefällt mir. Ist schön. Gut, was liegt heute an? Also, wir werden da hinten zum Haus gehen, wie gesagt. Und wir werden auch nebenbei noch ein paar Spikes machen, weil wir brauchen die. Am Tag 7 müssen wir sie nämlich auslegen. Oh, die ist stinkig. Die ist richtig... Die hatte die Schnauze richtig voll. Hat aber keine Chance gegen uns. Naja. Okay, die respawnen doch hier oder was? Weil das Nest hatte ich hundertprozentig schon hier gehabt. Also wäre echt blöd, wenn ich das übersehen habe. Gut, wir haben nicht so viel Zeit. Lass knacken. So. Ich hab auch... Genau, Reparierkits am Schlüssel, alles klar. Wir können. Aber wie gesagt, also... Es könnte schwierig werden, wenn wir für jedes Tier Reparierkits brauchen. Das wird schwierig. Und was ich noch mitgekriegt habe, Essen ist auch schwierig, weil Infektion... jetzt bei allen Essen jetzt möglich, ne? Nicht vergessen. Es sei, es ist Dosenessen. Also Dosenessen ist jetzt so wichtig. In der F18. Also das ist das Einzige, was du wohl essen kannst, ohne dir Diarrhoe oder sowas einzupfeifen oder eine Lebensmittelvergiftung. Sprich. Ja, und Tee. Tee und so kannst du auch nehmen. Glubig. Tee. Auch bei Wasser hast du denn eine bestimmte Prozentzahl möglich, dass Diarrhoe und so kriegst, ne? Was ja richtig gut ist, weil wir haben neuer King Tee angesetzt. Das heißt also, das müssten wir mal ganz schnell auf unsere To-Do-Liste packen. Ich muss mir erstmal mit der Melodie im Hintergrund Spiele soundmäßig dran gewöhnen. Aber was ich mitgekriegt habe, also ich habe schon was gegessen und hatte eine Vergiftung gehabt, die war nicht lange. Also die war wirklich so, keine Ahnung, noch nicht mal eine Minute oder so. War sie weg gewesen. Ich glaube, das war noch nicht mal 10 Sekunden. Ja, das war schnell. Oh, noch mehr Lockpicks. Was haben wir jetzt insgesamt? Oh, nochmal 3 Stück. Oder waren 4? Scheiße, ich habe es mir wieder nie gemerkt. Also wir haben jetzt insgesamt 6 Stück. Das ist das, was zählt. So, das sollten wir mitnehmen, aber dafür nicht die Axt verbrauchen. Das geht auch mit der Faust. So. Weil, wie ich eben gesagt habe, ist wichtig. Benöschen. Und Tee. Also so langsam kommt mir wirklich so vor, als ob sich die Ohren erstmal dran gewöhnen mussten. Da wir sehen hier eine Sau. So in der Art. Gut, wie sollten wir unser Blitzeding jetzt reparieren? Ne? Könnte vielleicht von Vorteil sein. Könnte. Da könnten wir eigentlich auch mal reingehen. Noch mehr Lockpicks. Ja, jetzt können wir ja hier Tresore hintereinander hier so knack, 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 knack. So. Ich hoffe, dass da jetzt keine Pies drin sind.
Waren da nicht auch manchmal, ich fange schon wieder an. Ich sehe überall Wauzis. Hallo. In den Arm. Piu. Piu. Ich glaube, jetzt sind sie wach. Ist der jetzt stinkig? Was tut der? Mensch, Junge. Das geht auch anders. So, wie ich ihm gesagt habe, Dosenfressen ist jetzt wichtig. Da wollte der vielleicht die Tasche kaputt machen. Der Drecksack. Okay, die Texturen sehen nicht mehr so schön aus. Aber hey. Gut. Teil auf Riss. Die hat ja einen schönen Durchschlagskraft, muss ich ja mal sagen. Wenn man trifft. Alter, die räumt richtig weg, die Knarre. Ich sehe die Horde schon wieder in einen ganz anderen Augenblick, Winkel und so, ne? Mir fällt auf, wir haben noch ja keine, kein Bauhelm, ne? Okay. Die Spikes müssen weg. So. Gut, ich wollte gerade sagen, der Dumme ist, wir haben natürlich keine Dings mehr. Da ist doch einer drin, oder? Bestimmt. So, rein theoretisch. Müssen die ausgerechnet jetzt kommen? Ich höre Zombies. Genau. Die kommen aber nie hoch. Weil sie dumm sind. Und jetzt sind sie wirklich tot. Oh, Alter. Oh. Ja, ja, ich gebe zu, ich habe mich leicht geschreckt. Oh, noch eine Kiste. So. Gut. Wir müssen daran denken. Waffen haben jetzt nämlich auch Stats unterschiedliche. Alter, das ist eine graue und die hat fast genauso viele, also da fehlen bloß noch 5 Punkte, ne? Da müssen wir nämlich, wenn wir jetzt lilane Waffen oder so finden sollten, irgendwann mal, müssen wir daran denken, wir müssen sie trotzdem kontrollieren. Die eine kann besser sein als die andere jetzt. So, jetzt nicht. Oh, da hab. Das ist ja der Wahnsinn. Unser Glück, das reißt ja überhaupt nicht hier ab. Hier ist ja. Wahnsinn! Gut. Das Ding ist gut gegen Zombies, wenn man sie trifft. Also ist es nicht für uns. Also für mich. Tombi! Kannst du mal kommen? Testen! Gut, da ist. Alter, wir haben so ja hier Kohle in der Nähe. Also was heißt hier in der Nähe, ne? Es. 1-2 Meter sind das da, aber das ist nicht mehr so weit wie sonst. Und das könnte wieder eine längere Folge werden, weil ich mich schon wieder vergessen habe, die Uhr anzuschalten. Ich brauche eine Uhr, die automatisch und so, ne? Per Telepathie. Das wert. So, Auto. Damit kann
ganz hoch gut abbauen. Aber wir haben doch eine Ratsche, Kabi. Ratsche, Ratsche. Oh, Alter, das ist nicht mehr dieser Kackgeräusch. Der Kackgeräusch. Das Geräusch ist jetzt besser. Vorher hat er doch so Pling-Plong, Pling-Plong gemacht. Naja. Warten wir ab. Bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis er uns das auf den Sack gehen tut. So, warte mal. Das weg. Das clean, clean. Das war aber clean. So. Warum habe ich die Fackel mit bei? Fragen über Fragen. Naja. So. Sledgehammer. Da ist ja noch ein Haus. Die schaue ich mich da raus. Das werden wir gleich machen. Ich sollte nie so viel rennen. Ausdauer Arsch. Ball überladen. Nö, wer hätte sie gedacht? Wir müssen kicken, dass wir Dings hochskillen, dass wir eben halt auch bessere Waffen hier. Fortitude oder keine Ahnung, was das heißt. Also dass wir bessere Werkzeug machen können. Und dazu müssen wir quasi theoretisch hier auf 6 kommen, ne? Genau. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Wir müssen noch fast... Ach, ignorieren. Wir brauchen 6 in Dings und nicht hier in Level. Ihr wisst schon, was ich meine. Da habe ich gerade auf dem Schlauch gestanden. Wie so oft. Gut. Würde ich ja dumm dastehen, wenn die Tür zum Öffnen wäre. Sag mal, wie ist da jetzt so fast ganz? Mädel, mach mal hin. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Ja, du schaffst es. Jetzt hat's es. Los, komm. Das Ding ist wie durch. Alter, wie krass ist denn das? Gut, da kommt doch gleich hin um die Ecke. Von da. Gut. Ich komme schon. Ich bin schon da. Schnicke Ding, habe ich schon mal gesagt, ne? So, der Blöde ist, ich will jetzt aber auch nicht, dass einer von der Seite nochmal rinkommt, ne? Hallo? Ich bin gehüpft. Normalerweise müssten sie mich doch jetzt hören. Und warum habe ich jetzt durch die Bank den Stuhl geklaut? Magic. Gut. Munter ans Werk. Munter ans Werk. Also rein theoretisch, wenn da ein Zombie drin gewesen wäre, der hätte doch gehört. Ja. Gut, da ist der Tresor. Den werden wir uns aber erst später gönnen. Quasi, wenn das Haus hier cleared ist. So. Ey! Kein Polarwasser. Oh, noch mehr Lockpicks. Also das ist ja richtig. Das ist ja richtig tuffig. Okay, okay, okay. So rein theoretisch müssen da oben noch 2 sein. Oder auch nicht. Gut. Ich würde mal sagen, das Haus ist geklärt. Das Leder könnten wir eigentlich mitnehmen. Das sollten wir auch eigentlich tun, ne? Wäre vielleicht gut.
Habe ich jetzt gerade einen Wolf gehört? Es ist möglich. Es ist möglich. Das heißt, will er Fleischlieferant vor der Haustür, ne? So. Das könnte aber auch bedeuten, dass wir Besuch kriegen, wenn wir den Tresor auseinandernehmen. So, was ist denn da auseinandergeflattert? Leder. Ich hab das Leder ja nicht eingesammelt. Ich hält. Deswegen hält das doch hier bei Rot. Mensch. Spiel! Gut. Wäre zwar ein bisschen spät, aber, ne? So. Hier noch Zombie? Nee, ist kein Zombie. Gut. Da ist kein Zombie. Ich wollte gerade sagen, normalerweise müsste es eigentlich hier hochkommen. Schade, dass er hier immer noch nicht verstecken. Naja. Aber man könnte sich hier drauf eine Base bauen. So. Ab zum Tresor. Der ist wichtig. Alter, unser Inventar. Alter, ich krieg eine Krise. Warum nehme ich denn sowas mit? Das können wir doch später anpflanzen. Steine. Steine bräuchten wir, aber erst später. Jude, was soll's? Ab hinter. Jetzt können wir das ja auch in Ruhe futtern. Das sollte ich eigentlich aufnehmen. Ich sollte erstmal den Rotz fressen. das nicht gute Essen essen. So. Falsche Tür. Ist da? Nee, da ist nichts drin. Gut. Denn Tresor. Öffne er sich. Vielleicht. Aber wir haben hier noch Lockpicks mit bei. Also, der wird geöffnet. Und die Spannung steigt. Wenn er jetzt abbrechen würde. Ich würde ausrasten. Und Action. Was haben wir denn hier? Eine gelbe Pistole. Wert 33. Seht ihr? Die ist schlechter als die graue Waffe. Das meinte ich damit. Gut. Aber da wir eh Platzmangel haben, zerschrote ich die. Steine kann ich immer wieder aufsammeln. Da kriegen wir die bessere Komponenten wieder, ne? Wir können nämlich jetzt wieder Waffen zusammenbauen. So. Heck. So. Gut. Och Mensch, jetzt sind wir schon wieder überladen. So, da ist nämlich kriegen wir nicht hin. Bis wir da ankommen, ist Feierabend und wir haben immer noch keine Spikes gebaut. Gut. War ein weiterer Ausgang. Spaziergang. Sag mal, ich hab doch gerade ein Level gemacht. Warum skill ich denn hier nicht genau das? Gut. Jetzt haben wir. Ist doch das Richtige. Wir haben jetzt 6 Skill, ne? Nee. Ich bin verwirrt. Warum ist das denn... Nee, wir haben doch erst 5 gemacht. Warum zeichnen ja hier schon 6er an? Wir haben Perk. Deswegen. Perk. Oder so. Also wir können uns jetzt quasi den nächsten Punkt in Werkbank und so, ne? Und dann können wir uns eine Werkbank herstellen. So ungefähr. Sag mal, da ist doch... Das brauchen wir doch für... irgendwas muss weg. Ich mach mir jetzt das Papier weg. Und die Federn. Weil... Wir brauchen das unbedingt. So. Ein wenig Tee muss sein... Eigentlich wollten wir ja Häuser looten. Naja, haben wir ja gemacht. Und Spikes wollten wir eigentlich auch machen. Das haben wir nicht gemacht. Moment mal. Noch nicht.
So. Kann keiner sagen, ich mache nie das, was ich gesagt habe. Alter, den ersten Weg zurück. Und das in Taichi. Läuft. Ich möchte eine Karre haben. Moment mal, wir können uns eine Karre oder ein Fahrrad bauen. Wenn ich mir eine deutsche. Endlich ist der Tee auch wichtig. Also, der gelbe Tee war ja immer wichtig. Also, Bier und so, ne? Also, jedenfalls ab und zu mal. So. Immer schön rufhauen. Kabi, der Florist. So. Oh, Alter. Der tippt mir jetzt schon auf den Sack. Schwingen die Hufe. Junge, hast du kräftige Beine? Haben wir doch letztes Mal gesehen. Also, nicht, dass er denkt, ich laufe jetzt so langsam, weil es Spaß macht. Ich kann nicht schneller. Ich geh nicht. So, sag mal, rein theoretisch brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, ich habe jetzt schon ein paar... wo sind denn die hin? Also rein theoretisch hatte ich 200 Stück hergestellt. Ich glaube, die habe ich in eine Kiste drin geschmissen. Zu Hause. Also wir können jetzt Eisenpfeile herstellen. Ich habe noch Platz. Das muss auf jeden Fall mit. Und seht ihr? Da ist jetzt Eisen. Ah, es funktioniert doch nicht. Wenn man sich hinkniet, wird nämlich ein bisschen leiser. Ein bisschen. Und jede bisschen ist gut. So. Hier ein bisschen, da ein bisschen, naja. So langsam aber sicher kriegen wir ein paar Federn zusammen. Nicht viel, aber... Ich staune, wir kriegen jetzt mehr Munition als Federn, ne? Ist so. Ich gehe nach Hause. Und das in Sharping-Geschwindigkeit. Ganz langsam. Sharping, wer ist denn bitte? Müsst ihr googeln. Den versteht er. Den versteht er das. Der war für seine Langsamkeit bekannt. In Sachen sprechen. Oh, das müssen wir mitnehmen. Bäume abholzen, holzmäßig, lange und wenig, ne? So Holz abhauen. Schnell. Und schön viel Holz. Nämlich mehr, als wenn er Bäume abfallen tut. Abfällen. Hm? Also wenn er sowas sieht, immer abbauen, ne? Ich habe gleich schon mal vergessen. So, da ist noch ein Nest.
wahrscheinlich lootet, aber er geht trotzdem. Oh, gut. Oh nee, das habe ich übersehen. Wir sind wieder 4 Federn reicher. Ich fühle mich auch federleicht. Gut, jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr. Jetzt schon. So, das heißt, wir können die nächste OP machen. Tö. Alter, das kann hier sein, Alter. 10 Minuten. Von da hinten bis hierher, oder was? Also, das war noch mindestens 10 Minuten, wenn nicht noch länger. Okay, wir haben jetzt in der Zwischenzeit auch ein bisschen gelootet, also 2 Häuser oder so. Ja doch, 2 Häuser waren das. Oder beziehungsweise eine ja, provisorische Base und eh mal ein Haus. Aber Alter! Es liegt nicht an mir, Leute. Ich kann das nicht beeinflussen, also könnte ich, wenn ich mehr Punkte hätte. So, warte mal. Dann haben wir wenigstens auch ein paar Spikes ausgelegt, wie ich das auch gesagt habe, ne? So. Ihr seht also, wir brauchen eindeutig mehr. Und da die so gut halten... Ach, das war ja in der Mod. In der Mod waren sie nämlich gleich kaputt. Ich hoffe nicht, dass sie das auch übernommen haben. So, der Weg wird ziemlich schmal. Aber er wird. Oh. Alter. Ach übrigens, ich habe schon ein bisschen hier angefangen. Also ich will später bis hier... Also... Viel später, wenn wir bessere Werkzeuge haben. Mindestens bis hierhin putten, dass wir die Tür dazu machen können. Ne? Und einen vernünftigen Bunkereingang bauen. Also vielleicht so ja hinter dem Berg oder so. Müssen wir mal kicken. Es ist besser. Achso, unsere Kanone läuft oben, ne? Ich muss hier stehen, wir haben ihn zweimal Besuch gehabt. Aber leider... Ach, okay, was heißt leider? Das hat sich nie gelohnt, das aufzunehmen. Seht ihr? Es läuft ohne Strom. Aber das Blöde ist, man kann es nicht ausrichten. Man kann es platzieren. So. Es zieht aber bloß geradeaus. Also man kann es nicht einstellen. Ist ein bisschen blöd. Aber hey, das ist die Anfang-Turret. Also, es geht. Es geht. Sag mal, wir haben doch jetzt ein bisschen Eisen. In die Sammel. Genau, dann können wir doch ein bisschen Munition für die herstellen. Das wird richtig schlimm. Also wenn wir das aufteilen müssen, auf Munition und einschmelzen, ich glaub, dann ist einschmelzen erstmal die zweite Wahl jetzt. Jetzt zweite Wahl, weil jetzt ist es schon zu spät. Naja, noch nicht ganz. So, jetzt haben wir doch noch ein bisschen Eisen. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann quasi morgen wieder. In alter Frische. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Also, das muss ja weg. Da kommt ja hier oben alles rein. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr könnt, Daumen und so. Würde mich freuen. Euer Kabi. Bis dann. Bye, bye.